Freunde der Außenwelt, wir switchen rüber und let's rock. Nummer 1 der deutschen Charts. Mega Stimmungshit, aber Junge, ey, der Song wird auf jedem Festival verboten, sogar auf dem Oktoberfest hat der Veranstalter verboten, dieses Lied zu spielen. Das Lied ist harmlos. Es ist gar nichts, aber es gab schlimmere Lieder, Alter. Moin, moin, meine Teamfreunde. Die letzte Rettung, Alter. Oh. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Was ist weiß und steht? Warum ruckelt meine Facecam, Alter? Junge, das ist doch Abfuck. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab doch hier schon alles aus, was man ausmachen kann. Was geht denn da ab, Alter? Der Marabu, der macht das Arschloch auf und zu. Meine Kunstlehrerin sagt immer viel Farbe und wenig Wasser. Ich, genauso wie in Afrika. Die Leute beschweren sich, Strom wird teurer, Gas wird teurer, Sprit wird teurer, Einkauf wird teurer. Einkauf ist schon überdimensioniert teuer, Alter. Man merkt das richtig beim Einkaufen, wie die Preise in die Höhe geschossen sind. Das ist so unnormal, Alter. Einen halben Einkaufswagen voll, das hätte nicht mal für eine Woche gereicht, habe ich letztes 130 Euro bezahlt und da war nicht mal Markenzeug dabei. Gut, zwei Milka-Dinger, die waren aber halt nicht für mich gewesen, die waren Geschenk, aber trotzdem, 130 Euro für nicht mal, das ist noch nicht mal ein halber Einkaufswagen, vielleicht Viertel, 130 Euro und das war ein Essen nicht mal für eine Woche. Ich dachte mir so, Alter. Und da war nicht mal was zu trinken dabei. Aber für Troll-Donation 3, 4, 5 Euro im Twitch-Chat auf dem Samstag um 23 Uhr 44 dafür reicht Geld noch. Ich hab dich mal gefragt, warum guckst du meine Streams nicht? Du guckst doch die Streams von iCrimex. Ja, hab ich gerade geguckt. Warum hast du meinen Stream nicht geguckt? Weil du mir jetzt ja abspielst. Sonic und spielt auch was anderes. Also magst du Sonic mehr als mich? Nicht Sonic, I cry me. Der hat reingehauen. Sehr geil. Oh, das ist krank. Das ist mies. Guest auf deutsche Streamer in Holland bei der TwitchCon. TwitchCon, habt ihr Bock? Oh. Eure Tracks, skip. Die Tasche hier wird am Eingang verteilt, diese Twitch-Tasche. Für jeden, der hier kommt, der kann sich die... Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich gespannt, wie sich Knossi bei Seven vs. Wald schlägt. Ich find's nur blöd, dass diesmal halt gesagt wird, du darfst 7 Gegenstände nehmen, du darfst nur 4, du darfst nur 1, weil du mehr Erfahrung hast. Also irgendwie fehlt dann da die Fairness, finde ich. Einfach holen, ne? Just got it when I came in. Super. Komm mal. Was für ein Event? Das ist so ein... Weil Knossi könnte sich ja zum Beispiel auch übelst die Erfahrung antrainieren, bis es losgeht. So Tag für Tag richtig ranklotzen, sodass er Pro wird. Und dann darf er trotzdem 7 mitnehmen, während ihr der Profi nur 1 mitnehmen darf. Und beide sind zum Beispiel auf dem gleichen Level. Da ist dann die Fairness auch nicht mehr da. Pass auf! Menschenskind. Mann! Meine Fresse! Lebensretter voll Einsatz. Lotz. Den kennen wir doch noch. Lebensretter in Einsatz. Henke. Erinnert ihr euch? Henke heißt er, ne? Nicht wundern, dass ich immer mittendrin erzähle. Ich will nämlich mal versuchen, bei meinen Videos auf weniger Pause zu kommen. Das Problem ist dann halt, dass die Stimmen von dem Video und mir sich überschneiden können. Strobel und, deswegen wäre es sinnvoll, wenn ihr das Original kennt. Ich kenne nur Chef Strobel. Und das sind alles deine Community-Leute. Der hat sogar Handy. Ich film mal hier ins Handy rein. Vanessa Lopez Handyhülle. Ja, so ist das. So Handy ist das. Bist du Fan? Ach so, wegen der Hülle. Was bist du? Was findest du an der Vanessa so toll? Alles. Was soll man sagen? Die Königin. Er filmt mit hier die ganze Zeit. Wird das nochmal ein extra Video? Hier. Ist für dich daheim. Nein, Quatsch. Das ist die B-Roll. B-Roll. Warte mal, hier. Ja. Das ist doch geil. Ach, du bist. Und er ist? Auch Mod bei mir. Er ist auch Mod. Wow, Alter, überleg mal, was das ist. Viel Spaß. War das gerade Monte? Dein Mod, ja. Ich bin technische Unterstützung. Also du hast so dieses Hilfe. Ich möchte gerne helfen. Ich habe das Helfer-Syndrom. Aber guck mal, wer will ihr denn nicht helfen?
Muss ja auch dazu sagen. Steve. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Ich auch. Es leiden ganz viele in meinen DMs, meinst du? Oh, nee, ne? Oder ihr beide trefft euch heute Abend vielleicht. Findet ihr euch ja noch. Ja, vielleicht. Nein. Oh, ah. Weißt du, was Lingling bei mir ist? Lingling sind diese Zigaretten. Diese gefakten aus. Kennt ihr noch jemanden, Lingling? Diese gelben sehen aus wie Kämme, die immer beim Lidl und so dann von so ein paar verkauft. Bei uns wurde früher in der Jugend haben die, die rauchen, aber ich rauche ja nicht, hab nie geraucht, will auch nie rauchen und ich will es auch nicht probieren, nein. Haben die immer zu den braunen Zigaretten, den billigen gesagt, wie soll ich das aussprechen? Mit den N-Wort genannt, die Kippen. Wir gehen uns mal ein paar N-Wort-Kippen holen. Ich dachte mir mal, hä, was sind das für Kippen? Und dann habe ich gesehen, dass sie halt braun sind und dachte mir, die heißen nicht wirklich so, Alter. In der Tüte, die waren bei Zigaretten. Was ist denn hier drin? Diese gefakten. Ich bin von der Insel hier hingesetzt. Haben die Leute auch im Check gesehen? Ist gerade vorbei. Can I take a picture with you? You know me? Yeah, I know you. No, you don't know me. Was there like a video of people sending you stuff and then you were... That's me. Ey, das kann nicht sein. Ob ich der bin, der in die Scheiße geschickt wurde. Schau mal. I am this guy. Die sind ja wenn du jemanden nur daran wiedererkennst, weil ihm mal Scheiße geschickt wurde, kennt man ganz normal. Sehr gut. Oh. Ein paar kleine Rückschläge der Ronny Berger Reisegruppe auf dem Weg nach Holland habt ihr ja in der letzten Folge schon gesehen. Nein. Aber was ist eigentlich sonst noch so auf ihrem weiten Wege passiert? Can I see it? No, you can't. No. I said no, man. Thanks. Man, give it back. Junge, was sind das für Kinder, Alter? Also da haben die Eltern aber einiges falsch gemacht, ey. Okay, I think you should go now. We are live on stream. People on the internet see you. That's not cool, man. You're dropping everything. Ja, eindeutig sollte man denen mal die Konsolen wegnehmen. Mhm. Ganz schnell Fortnite-Verbot, aber richtig. Thing, man. Doch trotz den Hindernissen kam die Ronny Crew am Ende meine, sicher oder? Auf der TwitchCon an. Hey, Deutsche Bahn. Ich habe glaube mit 2003 angefangen mit Zocken, ja. Es war ein cooles, weil ich habe mit der SNES glaube angefangen. Und es hat echt Fun gemacht mit Mario. Damals war ich immer so lost, dass ich die Level nicht immer geschafft habe. Bei Mario Bros. 3, da gab es hier dieses eine Welt, die siebte Welt, glaube, da brauchte ich immer diese Powerflügel, wo du dort fliegen kannst, weil ich diese zwei Level einfach so nicht geschafft habe. Und heute renne ich da durch, als wäre ich so nicht persönlich. Das war schon cool, wenn ich immer daran zurückdenke. Ja! Oder Duke Nukem, Alter. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal mit 6 oder mit 7 gezockt. Nee, mit 7, glaube ich. Duke Nukem 3D. Junge, Alter, ich habe mich so in das Spiel verliebt. Nope. So, dass ich sogar heute noch das Spiel liebe. Alles klar. Oh mein Gott. Oh. Sind die echt so schwer zu fahren? Und was hat dieser junge Mann eigentlich so in Holland erlebt? 300.000 Followers, halb seit Monaten. Was machen denn jetzt alle gerade in Holland, Alter? Nani. Ach so, wegen diesem Ding. Dieses Event da. Alter, der ist gerade mit diesem Kopf. Ist das ein Schatz. Vielen Dank für den fünften Monat. Die 11 von 10. Are you streaming too? Walking around. Yes, I'm Tanzverbot. Sie redet Deutsch, aber er macht ihr Englisch weiter. Nola. Ich bin auf Englisch, aber ich bin Deutsch eigentlich. Nola, hi. Hast du gehört? Ich hab gar nichts gemacht. Irgendwas hat Bella so geklopft? Nee, ich war das nicht. Ja, willst du ein Bier trinken gehen oder so? Alkohol ist so eine Scheiße. Junge! Junge, willst du ein Bier trinken gehen, fragt die dich. Und er überlegt erstmal, das muss wie aus der Kanone rauskommen, ein Ja. Alter. Überall, ey, lass mal auf ein Bier treffen. Da bin ich froh auf jeden Fall, dass mich Bier bis heute nicht interessiert. Bier trinken gehen oder so? Bier, ja. Oh oh. Wer trinkt denn kein Bier, Alter? Ja gut, es gibt schon Bier. Ihr wisst, wie ich's meine. Hoffe ich mal. Und das war nicht einmal das einzige Lokal, in dem diese Dame dann hier gestört hat.
Live-Video. Kennt man aber, wenn früher, wenn so ein Kamerateam auf der Straße war und irgendwas gefilmt hat, eine Doku oder so, und dann solche Leute da reinrennen zum ersten Mal so, yay, ich bin im Fernsehen, yay, yay. Ich hab mich da jedes Mal weggelacht. Desperado. So, heute ist das halt so, yay, ich bin live. Na gut, warst du im Fernsehen manchmal auch. Ah, komm mal dran. Macht mich das geil. Ist okay. Immer wieder cool. Also ist jetzt nicht auf eine negative Art cool gemeint, ne, auf eine positive Art und Weise. An den zeigen wir nicht. Da bin ich auf allen Kanälen entfolgt. Ich habe doch mal zugesagt bei einem Event, bin da nicht hingegangen. Seitdem ist er sauer, ist mir entfolgt. Leute, die ihr Wort nicht halten, entfolge ich auf allen Kanälen. Komm weiter. Lucy mag mich nicht mehr. Man erkennt doch, dass er scheinbar ein Problem mit mir hat. Na gut, da war ja irgendwie, weil er nicht abgesagt hat. Ne? Aber es gehört schon eigentlich dazu zu sagen, hier hör mal, ich kann doch nicht oder so. Aber halt gar nicht zu sagen, einfach nicht zu kommen, wenn man hofft, die Person kommt. Sowas hasse ich auch. Dass wir das jetzt hier, das stimmt, ich habe dir auf allen Kanälen entfolgt. Ich meine, ich würde dann nicht gleich die Freundschaft kündigen oder so, das wäre jetzt zu extrem, aber ja, ich würde dann halt erstmal sagen, ich finde es nicht in Ordnung. Du sprichst Dinge, die du nicht einhältst. Ja, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ändert nichts an der Situation. Wer einmal verkackt hat, hat bei mir verschissen. Tschüss. Komm weiter. Ja, du musst auch mal zu dem stehen, was du sagst. Ich sag's dir ehrlich. Wirklich. Unangenehm. Mach jetzt nicht so. Doch das war nicht mal der größte Beef zwischen zwei riesen deutschen Influencern zur Zeit. Und ich habe auch mal... Also denn das jetzt nicht Beef? ...ein Trikot verschenkt. Und hat sein Trikot verschenkt. Ey, das war auch die größte Panne, Alter. Und danach wurde mir gesagt, die hatten nur eins. Die haben nur eins gehabt, jetzt wüsste, da hat der Torwart aus der Originalmannschaft kein Trikot mehr. Oh das Mann. Ist ein brandneuer Trikotsatz, womit wir in 3 Wochen Ligabetrieb anfangen müssen. Er gibt unsere Torwarthandschuhe weg. Und das Trikot, das war die 1, jetzt haben wir keine 1 mehr. Jetzt haben wir nur noch Ersatz-Torwart-Trikot, also what the fuck? Trimax hat sich beschwert, dass du das Trikot und Handschuhe verschenkt hast. Also erstmal, lieber Maximilian Trimax, die Handschuhe habe ich selber gekauft, Schuhe habe ich selber gekauft und meine Schienbeinschoner. Insgesamt 160 Euro plus Spritkosten. Da bin ich direkt mal mit 200 in das Event reingegangen und habe das nicht mal wiederbekommen. Say something, I'm giving up. Hallo, was ist denn los? Ja, komm her, mein Schatz. Komm her. Oh, nee, ne? Sag ehrlich, jetzt hast du... Nee. Der Witter. Du hast hier einen Rolltag auf, du Ferkel. Oh, nein. Na, hoffentlich klebt alles schön, ne, damit es sich so lohnt. Sag dir mit dem meine dicken Silikon. Spritz bitte auf meine Botox. Das war scheiße, Alter. Das war geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Und diese Farbe schiebe ich und bin damit raus.